Das nächste hier in Wii Party heißt zwar Solo-Herausforderung, aber wir werden es trotzdem zusammenspielen. Ja. Die ultimative Minispiel-Herausforderung für Einzelkämpfer. Die Wahl der Route kann entscheidend sein. Ja, wir nehmen jetzt mal mein Mii. Auf leicht ist es ganz kurz und halt auch mega einfach. Wir können es nur auf leicht machen. Oh, jetzt sehe ich es auch. Ja, das ist scheiße. Okay, dann machen wir es halt nur auf leicht. Also ihr seht, man kann sich zwischen zwei Minispielen auswählen. Ja, nur auf schwer ist das nicht so, da muss man 50 Minispiele hintereinander schaffen. Man hat aber auch Herzen, also man kann sich Fails leisten. Und in den anderen beiden Schwierigkeitsgraden, also leicht und mittel, kann man sich entscheiden, welches Minispiel man spielt. Und je nachdem, wer bei was besser ist, werden wir die Wii-Fernbedienung wechseln. Jetzt schauen wir erstmal, was denn die ersten beiden Spiele sind. Wir müssen nur 5 Stages schaffen auf dem leichten Modus. Mal schauen, wie lange wir jetzt dafür brauchen. Wenn es ganz schnell geht, dann machen wir vielleicht noch den mittleren Modus. Mal sehen. Also das erste Minispiel ist Showdown im All. Das kennen wir noch gar nicht. Sieht nach Kampf aus, oder das? Leon. Also ich kann es also überhaupt nicht mehr. Also du solltest es nicht machen, dieses Spiel. Ja, aber ich glaube, dass ich es jetzt wieder drauf habe. Soll ich es probieren? Es ist ein Risiko. Wir haben 3 Leben. Ja gut, mach's halt. Das andere kennen wir halt gar nicht. Übrigens, alle Minispiele, die nicht in dem Let's Play drankommen, die lade ich dann auf meinem zweiten Kanal hoch, also könnt ihr mal gucken. Gibt noch, ich glaube, es gibt über 80. Das heißt, wir haben noch sehr viele haben wir nicht gesehen. Komm schon, bitte, das muss jetzt mal hinhauen. Also wie gesagt, Komm. Ich kann's eigentlich. Ja, nur bis wir das, was wir gesehen haben, war... Oh, naja. Ja. Also du hast mal mit 99 gewonnen. Ja, und? Es ist zwar nicht gut, aber auf jeden Fall besser als sonst. Ja, so lang... Was macht denn der denn? Keine Ahnung, der überlegt wahrscheinlich genauso lang wie ich, was er macht. Okay, hat mich gekillt. Ganz sicher. Ja, dann haben wir es halt direkt mal verschissen. Du hast es verschissen, nicht das, ich. Du hättest auch nicht mehr geschafft. Wieso? Ich habe schon mal über 100 gemacht. Das mit den 99 war auch ein Fail. Ja, bei 112, ich glaub's nicht. Ja, bis jetzt bist du Letzte. Tja. Weiß ich nicht, warum ich das nicht mehr kann. Selbst der schlägt mich, ey. Ja. Haben wir dich alle geschlagen. Ist ja krass. Das Spiel liegt dir einfach nicht. Nee, nicht mehr. Dann halt nicht. Ja, was ist jetzt? Das muss ich das andere schaffen, oder was? Ja, du kommst nicht weiter. Oder habe ich einfach nur noch einen weiteren Versuch? Ja, ich habe noch einen weiteren Versuch. Ja, du kannst... Ja, wir könnten immer halt das andere machen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich dich das machen lassen, um zu schauen, ob du es hinkriegst, aber wenn du dich nicht traust, na doch, dann machen wir halt mal das. Kämpft als Weltraumheld gegen die anderen. RAM-Attacken und Wurftreter bringen Punkte. Alles doch cool. Ja, alles mit 2. Ja, hier, mach du. Ja, ich bin halt so eine Schlägerfrau, da passt das ganz gut. Beste Gangsterbraut, ich hab dich aus dem Ghetto rausgeholt. Hahaha. Ha, ha. Ich glaube es, du. Also pro Treffer kriegt man hier einen Punkt. Kommt her, Leute. Du musst noch steuern, ne? Nur so. Ja, ja. Nicht einfach nur 2 drücken. Also bis jetzt verkackst du. Beeil dich mal ein bisschen. Wieso? Ich hab schon 6 Treffer. Ja, jetzt. 8. Okay, jetzt ist es eindeutig. Ha. Kommt her, einwillig noch. Ah, ich wusste, dass es so chillig ist, dann hätte ich natürlich dieses Spiel gewählt. Ganz einfach. Gut, immerhin, wir haben die erste Aufgabe geschafft. Das ist das Wichtigste. So. Und 10 Punkte. Toter Winkel. Das kannst du auch. Paketpanik. Mach lieber das linke, das kannst du.
Aber das ist ein neues Spiel. Ja, und ich, wie gesagt, ich zeige eh alle Spiele auf meinem Zweitkanal, wenn sie alle sehen wollen. Ja, gut. Wir schaffen das jetzt eh nicht mehr, hier jedes zu zeigen. Wir haben über die Hälfte wahrscheinlich noch gar nicht gespielt. Mhm. Ja, okay. Das ist ja das typische Juli-Spiel. Nur weil ich da denn gut bin. Jo. Shit. Scheiße. Komm schon, Junge. Nein. Ja, geschafft. So ja, bist du halt. Ich mach das eiskalt, du. Da überlebt keiner bei mir. Ja, ich sehe schon. Da gibt's keine Kompromisse. Jetzt kriegen wir, glaube ich, auch ein Herz. Ja, erst beim nächsten Spiel. Ach so, ja, das ist auch eins. Okay. Ja, aber jetzt können wir nur noch das machen. Also wir müssen das schaffen. Ja, das ist das mit diesem Verdecken. Aha. Das hab ich mal gemacht. Du musst halt die Dinger zählen. Also ich muss A drücken, oder? Okay. A oder B? Nee, mit B kann ich abziehen, wenn ich richtig gelesen habe. Ach so, ja. Das ist aber schwieriger. Die Zitronen musst du zählen. Zitrone, Banane und was gibt's noch? Ja, aber du musst nur die Zitronen zählen. Ja, ist klar, aber trotzdem. Nein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, 9 waren das. Wieso denn 9? Weil du eine Birne gezählt hast, es waren 9. Ich bin sogar auf 11 gekommen am Ende, aber nur weil mir eingefallen ist, dass ich noch gar kein A gedrückt habe. Das sind wirklich 9. Müssten es sein, weil du hast eine Birne mitgezählt. 10. Ja, aber du hast 11 gesagt. Das ist deine Ausrede jetzt. Du hast 11 gesagt. Ja, what? Oh, Mann. Ja, aber du hast auf jeden Fall eine Birne falsch gezählt. Ja, und du hast 2 überhaupt nicht gezählt. Also, nee, eine. Eine, ja. Egal, beide sind dumm wie Brot. Mach's nochmal. Und diesmal drücke ich A mit. Boah, das ist so einfach, dass man da verliert. Das ist echt peinlich. Also, jetzt die Birnen. Wir müssen uns derbe schämen in diesem Part. Ja. Bis jetzt. Also, geht gar nicht. Die Birnen jetzt, okay. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Jetzt sind es elf. Jetzt sind es elf, ja, ganz sicher. Okay. Dann lass mich mal weitergehen. Ja. Also wenn das jetzt keine 11 sind, dann sind wir beide total bescheuert. Wir wollten das auf Mittel spielen, hey. Wenn wir schon auf leicht so abkacken. Schlimm! Ich wäre jetzt end schockiert gewesen, ja, wenn es keine 11 ich sag doch, wir hätten uns so einen Grund und Boden schämen können. Haben wir jetzt wieder die Wahl? Ja, jetzt haben wir... Nee. Nein. Erstmal müssen wir das nächste noch schaffen. Oh, das und ist dann. Dein Spiel. Das, ja, ich sehe schon. Das darf ich nicht spielen. Nein, da bist du letzter oder maximal dritter. Weil sonst gehen wir Game Over da. Hier hat keiner eine Chance gegen mich. Also los. Ja, keiner kann so schnell drücken. Hier geht's eigentlich gar nicht mal wirklich um schnell drücken. Sondern? Also ich hau da nicht drauf. Ich drück eigentlich in einem normalen Tempo. Es geht halt darum zu wissen, wann musst du denn lenken, um schön die Kurve zu schneiden. Bis jetzt bin ich aber sehr schlecht, was man auch daran sieht, dass ich nur Zweiter bin. Ja, dann streng dich an, wir wollen hier gewinnen. Aber wie gesagt, die Kamera ist halt scheiße. Deswegen kann man eigentlich gar nicht 100% gut sein. War sogar nur ein knapper Sieg. Naja, immerhin. Sieg ist ein Sieg. Richtig. Gut, und jetzt hast du schon gesehen, was man wählen kann? Irgendwas für ich dich? Ich glaube, es ist was... Der Pogosprung, den kriegst du hin, oder? Kack. Ja. Obwohl das Linke ist, dass dieses Murmellabyrinth, das kann ich ja eigentlich ja, auch. Ja, das kannst du auch. Ja, komm, ich hab Bock darauf.
Scheiß Pogo-Stab da. Ich weiß gar nicht, was daran so schwer ist. Ja, ist einfach nur Kacke. Ja, nur weil du es nicht kannst. Wenn ich richtig gesehen habe, ist es rechts besser. Ja, ich würde zuerst am Anfang auf jeden Fall nach rechts gehen. So, dann da runter. Falle ich schon mal schön. Oh, wunderbar. Ja. Und da runter, komm. Komm ja. Schon. Klasse ja, Job. Schön. Ja, du bist schon da. Ich bin schon da. Voll abgezogen in alten. Ja, ey. Der ist weitergerollt sogar. Ja, endkrass. Doppelt so schnell wie beim anderen. Ja. Wann auch immer wir das gespielt haben. Ja, wobei der andere sich das ja nochmal anders überlegt hat. Und die halbe Strecke zurückgerollt ist. Das ist natürlich dämlich. Dann haben wir jetzt den normalen Modus schon mal den leichten Modus hingekriegt. Ja. Ja, das ging ja doch ganz schnell. Ja, ich glaube, wir können schon noch den normalen Modus reinpacken. Aber hart wirklich nicht, weil das dauert eine Stunde oder so. Wird ja auch angegeben 15 bis 60 Minuten, also das waren jetzt hier ungefähr 12 Minuten. Der mittlere Modus wird so 15, 16 bis 20 Minuten dauern. Was? Hä? Wieso sind wir nicht Erster? Warum hat der 71 Punkte? Wie geht denn das? Keine Ahnung. Wie geht das denn? Ja. Oder weil wir einmal gefailt haben oder was? Ah, wurscht. Schwierigkeitsgrad musst du auswählen. Aha. Mittel! Ja. Na, der wollte einfach, ja, über uns triumphieren. Wenn er sich cool fühlt, soll er. Also, größere Map und mehr Spiele. Ja. Weniger Auswahlmöglichkeiten müsste es auch noch geben. Ich will keine Regeln hören. Und jetzt rocken wir den Scheiß. Oh Gott, das scharfe Spiel, das ist meins. Ja, mach das, mach du ich das gleich bitte. Mal. Ich mach dann das andere, das mit den Schlagen. Ist es das nochmal? Ja. Ich will das aber auch mal. Naja gut, jetzt habe ich so viel gespielt, das musst du auch mal wieder. Ja, eben. Dass du mich hier ausschließt. Nee. Los. Und der Start ist wieder sehr fair. Fuck, lass mich durch, ihr Bastarde! Was ist denn jetzt los? Es ist total zu! Ich komm nicht mehr durch! Komm schon! Ja, bitte! Oh Gott! Komm schon, lauf! Boah, das war's auch Alter! Knapp. Was war denn das? Was du also, oder der andere Also, ich müsste eigentlich schneller. Schon geschafft haben, gerade ja, so. Oh Gott sei Dank! Der eine linke knapp. Pfosten hat die ganzen Drecksviecher darüber gestopft und dann konnte da niemand durch. Tja. Aber dann war er zu dumm, schnell zu laufen. Immerhin. Jesus Christ. Ja, ach so, jetzt bist du. Ja. Kier, verprügel sie. Ja, mache ich doch. Halt, warte, das ist was anderes. Das ist das, was du gar nicht konntest. Nein, mach du dann das. Dann gib's mir. Mach du das lieber. Ich hab das eigentlich relativ leicht geschafft. Wobei, jetzt habe ich schon verloren. Ja, so bin ich in der Mitte geschwebt und ich bin gar nicht mehr auf dem Boden angekommen. Brauch schon gar nichts mehr machen, am Anfang ist schon entschieden worden. Ein Stupser und das war's. Du kommst nicht mal unten an. Tja, doof. Leider muss ich das aber hinkriegen. Ja, leider. Ich dachte, das wäre das andere coole Spiel. Traust es dir aber gar nicht zu, oder? Nee, das ist nicht meine Welt. Probier's nochmal. Es ist aber auch alles vom Anfang entscheidend, weil wenn da gleich, wenn ich ganz links starte und da gleich ein Asteroid kommt, was soll ich denn machen? Ich muss doch dann nach rechts ausweichen, aber wenn dann da ein Gegenspieler ist, dann stupst du mich genauso weg. Das ist halt das. Jetzt ist es besser. Jetzt ist es besser, weil jetzt kann ich nach links gehen. Das ging vorhin nicht. Ja. Scheiße. Oh, trotzdem. Also, der Start entscheidet alles. Das ist einfach so. Ja. Ist voll brutal irgendwie. Scheiß auf, mit diesen Schlägen. Ja, gut. Mondlandung. Verdammt super. Gemein. Das ist auch so ein Glücksspiel, wo du eben bist. Ja. Man kann allerdings die Asteroiden auch nutzen, um schneller nach unten zu kommen. Mhm. Wenn man sie im richtigen Winkel trifft, dann steuern sie dich ja nach unten. Oh, da gibt's ein neues Spiel, so ein... Ja, machen wir mal was Neues. Ja, Feller-Duell. Möchtest du das machen? Ja. Ich hab schon länger nichts mehr. Ich muss wahrscheinlich schön oft draufhauen. Fällt den Baum mit eurer Axt. Dem langsameren Holzfäller fällt der Baum vor die Füße. Schwinge die Wiefe, ja.
dürfte zu schaffen sein. Aber von oben nach unten, gell? Was irgendwie seltsam ist. Auch von nicht oben seitwärts. Ja, also das stand ja, da auf dem Bild. Obwohl es eigentlich seitwärts ist. Total lächerlich. Und los! Ich weiß nicht, ob vielleicht ausholen... Ah, geh jetzt kaputt! Hallo, hallo, ich weiß nicht, ob vielleicht ausholen besser ist. Ja, du musst ausholen, du musst ausholen. Er ist viel weiter da als du. Du musst ausholen! Ja, mach ich doch. Ja, so. Ganz weit. Ja. Du kannst es nicht. Warte doch, bis die Axt ganz oben ist. Und jetzt. Du musst einiges aufholen, aber bitte nicht das Mikro kaputt machen. Scheiße, jetzt habe ich das zu spät gecheckt. Ja, ich sag's doch die ganze Zeit, aber du kannst es noch schaffen. Warte, komm, streich an. Mach noch einen. Verloren. Scheiße. Ja, aber jetzt mache ich's nochmal und dann schaffe ich das schon. Nächster Versuch. Ja. Deine Nerven. Und wir haben einen Gast hier. Ja, du, hau ab. Sie kann nicht Holz fällen. Hör auf. Sie kann's nicht. Er schaut zu, du fällst. Next try. Da stand ja nichts da. Dass ja, man aber ist doch logisch. Sollte. Deswegen habe ich es dir ja gleich gesagt. Ich habe mich schon gewundert, wieso kann ich nicht so weit ausholen? Ja, wenn du wartest schon. Viel zu schnell geschlagen. So, aber noch ein Fail bitte nicht. Ich glaube, das ist sogar unser letztes Herz, oder? Ja, so ist guter Rhythmus. Ich glaube, wenn diese Note zu erscheinen ist, dann ist es auch gut. Dann hast du das richtige Timing. Komm, hau drauf! Auf jeden Fall bist du weiter als er. Ja, es fällt schon fast auf seine Fresse. Er schaut schon. Ja. Hilfe! Komm schon! Du musst auch durchziehen, weil am Ende schlägst du nur leicht rein. Aber es hat ja, gereicht. Es hat gereicht. Gott sei Dank. So ein Idiot. Okay. Haben wir jetzt wirklich nur ein Herz? Ein Herz, ja. Bullshit. War da nicht irgendwo eins? Nee. Verdammt, wir müssen jetzt auf jeden Fall den ganzen Dreck hier schaffen. Das Geschenkespiel kennen wir noch gar nicht. Nee, was ist das? Torschusstraining. Hm. Das ist eine Timingssache. Geh mal auf Paketpanik. Ich glaube, das muss man irgendwie so balancieren. Ja. Mal schauen, wie das wird. Ja, balanciert die Geschenke, solange ihr könnt. Es werden immer mehr. Vertraust du mir da drin? Eigentlich nicht. Kriegst du es hin? Ich glaube, nein. Aber ich lasse es dich machen. Okay. Einfach balancieren, ganz einfach. Du musst doch auf den Wind achten! Ja, ja. Oh Gott, du schaffst es niemals. Auf den Wind! Ja, ja. Alter. Jetzt beruhig dich mal. Boah, ist das gemein. Boah, nein, komm her. Nein! Ja, was konnte ich machen? Das war zu stark, der Wind. Ich wusste es doch. Ja, dann mach du das doch. Ja, wir sind tot. Wir haben keine Herz mehr. Nein, noch null. Erst wenn die Null weg ist, sind wir tot. Was? Ja. Haben wir da echt noch ein Leben? Ja. Ich glaube nicht. Doch. Ist wie bei Mario. Nächstes da. Das war's. Verloren. Ach so. Oh nein. Tja, sind wir tot. Verkackt. Ob wir so die Profispiele schaffen, ich weiß ja nicht. Wir sehen uns beim nächsten Modus von Wii Party wieder.